So Leute, ich bin's, MC Asche. Und wir probieren heute auf jeden Fall von Ilo wegzukommen. Denn hier ist nichts weiter, der hat keinen Mond oder irgend sowas. Und deswegen hauen wir ab. So habe ich mir das zumindest vorgestellt. So, zack, 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 zack. Ja, ein bisschen weiter hier. Ah. So, wir haben schon groß. Abstand. So, da verlassen wir an. War das jetzt auch die richtige Richtung? Ja. So, dann werde ich mal... Nein. Ich will mal Manöver. Da ist es doch. Okay. Ah, da kommt's doch schon. Nein. Die aufeinander zu. Ach, gib mir mein Manöver wieder. So, dann probieren wir mal hier ein bisschen. Und ja, jetzt wollte ich das Manöver erklären. Also auf jeden Fall, ihr setzt euch irgendwo einen Punkt. Und jetzt am schnellsten ist immer, ihr macht euch irgendwo einen Punkt, wo ihr halt denkt, von da will ich starten oder da soll mein Manöver beginnen. Macht da einen Punkt. Ich habe es jetzt hinter mir gewählt. Einfach damit ich Zeit habe, bis er rum ist. Dann geht ihr halt, je nachdem was ihr wollt, euren Orbit vergrößern, verkleinern. Zieht ihr hier halt an dieses Verkleinern. Da ist ein X drin. X steht für jetzt weniger. Hier ist ein Kreis, der hat zwar hier eine andere Farbe, aber X, da ist kein X drin, also für Plus. Das ist, wenn man den Orbit jetzt so nimmt, wie er ist, kippt man den jetzt hier an diesem Punkt nach hinten. Das heißt, die Apoapsis wandert dann nach oben und hier oben ist dann die Apoapsis. Hier könnt ihr dann dicht daran, aber hier einen großen Bogen weg. Und genauso auf der anderen Seite, ihr kippt es nach da, also nach unten. Und das gleiche halt in der anderen Richtung, halt so oder so kippen. Ab diesem Punkt, wo ihr die Dings macht. So, dann, in meinem Fall habe ich jetzt so weit rausgemacht, bis ich hier diesen Escape habe. Weil wir da wieder abhauen. Ja, doch, doch. Ich habe jetzt geguckt, ob ich den nicht in der falschen Richtung zufällig gemacht habe, aber nee, habe ich nicht. Weil sonst wäre das ein bisschen übel, dann hätten wir unsere Geschwindigkeit komplett runterbremsen müssen und dann noch beschleunigen. Und das hätte schön gedauert. So, und jetzt bin ich halt nur diese Scanning Node, bin ich da halt jetzt am anpassen, weil das ist da der dichteste Punkt, wo wir den berühren. Und da gehe ich dann halt so einfach ran, bis er dich schneidet. Und dann kommen diese beiden Punkte. Der ist the closest approach, das heißt, oder wie auch immer das ausspricht, mein Englisch ist nicht so wirklich gut. Und das ist auf jeden Fall der Punkt, wenn die beiden übereinander stimmen, kriegen wir einen Encounter. Das ist halt den niedrigst, was die näherste Annäherung, die wir hinkriegen. Und wenn wir die jetzt übereinander schieben durchs Manöver, dann, also da muss man so ein bisschen hin und her fummeln. Und irgendwann, wie hier, hat man einen Encounter. Oh, komisch. Nachdem ich jetzt hier meinen Jewel Escape habe, zeigt er mir nicht meinen nachfolgenden Orbit an. Vielleicht crash ich hier oder irgendwo drauf. Ah, selbst wenn, auch egal. Also auf jeden Fall müssen wir so unseren Orbit brennen.
damit wir das schaffen. So, bis dahin werde ich erstmal kurz bisschen Kiefern umwandeln in Treibstoff. Weil wir das ja gleich verbrennen. So, aufgeladen. Na, geh aus. So. Dann schmeißen wir die Nuklear-Engine an. Vorher X drücken, damit wir nicht aus Versehen nach... So. Die ist an. Dann machen wir Control von hier oben, halt in die gleiche Richtung. Ach, SRS aus, richten uns 420 Meter pro Sekunde mehr. Ich weiß nicht, wie schnell das geht oder halt wie langsam das geht. Das kann ich nicht sagen. Joule ist ein Gasplanet, das heißt, er hat keine Atmosphäre. Was für uns allerdings ein Nachteil werden kann. Gut, ILO hat auch keine gehabt, da mussten wir auch so bremsen, aber halt alles danach folgende, was heißt alles? Fast alles danach folgende hat Atmosphäre. Das heißt, da können wir die Atmosphäre nutzen, um irgendwie, ja, zu bremsen oder was auch immer. Also, wir können es auch nutzen, wenn wir da landen würden, um dass die uns so alt abbremst, aber ja, nur zum Abbremsen im Prinzip. Und damit wir dann nicht so viel Treibstoff verschwenden. Habt ihr, glaube ich, wenn ihr die Staffel gesehen habt, wo ich um Eve eine Station gebaut habe, dann habt ihr das gesehen, wie ich das genutzt habe. Ich muss mal kurz Pause machen, wir sehen uns gleich wieder, bis gleich. So, da geht's auch schon weiter. Ich gebe mal kurz Schub. Gut, also er rechnet mir so an 15 Minuten brennen. Sagt er. Gut. Dann warte ich jetzt so noch ein paar Minuten bis 30 und dann fange ich an zu brennen. War lieber ein bisschen, wie gesagt, ich teile das halt auf, 15 Minuten. Also das davon immer davor und dann danach. Ne, dann müsste ich eigentlich, wenn ich 30 Minuten brenne. Warte mal. 7, 5 Minuten. Ich gehe auf 8. Ne, ich gehe auf 10 Sicherheitsabstand. Sicherheitsabstand, ja. Oh, das hasse ich immer beim Docken. Wenn ich dann direkt über einen von diesen Binnenpolen bin und dich das so wegdreht, das ist richtig ätzend. Du steuerst gerade in eine Richtung. Gut, es dreht sich zwar mit, aber dann musst du erstmal gucken, wo dreht sich das Ding jetzt hin. Ach, SRS aus, so. So, jetzt geht's bloß runter auf 5, 6 Minuten. Aber ihr seht ja, wie das hin und her tanzt. Gut, jetzt zwar nicht mehr so. Aber... Naja, wir müssen davon ausgehen, dass wir zwischendurch auch noch... Gut, 5 Minuten ist da vielleicht ein bisschen viel, fast das Doppelte einer Zeit. Aber wir müssen davon ausgehen, dass wir noch ein bisschen Treibstoff nachpumpen müssen. Und pipapo. Deswegen würde ich da... Ach komm, ich gehe auf 8 Minuten. Dann habe ich 2 Minuten Überschuss. Ach komm, nee, wir machen 3 Minuten. Oder 4, geht auch. Jetzt sind wir nicht ganz so weit weg. So. Zieh mir doch nicht weg. Nein, ich will die nicht aktivieren. Ich möchte eigentlich, dass der die Dinger hier einfährt. So, das hat er eingefahren.
Warum willst du das nicht einfahren? So, das fährt er auch rein, das ist gut. Das hat er nicht vor einzufahren. Blöde Schuft. Mach mal Licht an hier, damit ich was sehe, danke. So, das fährt er jetzt auch rein. Und das auch. Gut. So, jetzt bin ich gleich auf Manöver. Jetzt kann Lichter wieder aus. Der schwankt immer nach oben bei 5 Minuten rum. Hätten wir doch eher brennen müssen. Ich hab's da gewusst. Ja. Wir werden halt schon irgendwie hinkriegen. So, kommt jetzt die Time-Beschleunigung. Haut der uns dann gleich wieder hin. Das war jetzt nicht geplant, dass er uns so weit wegschiebt. Wackel, wackel, wackel. Bleibt mal cool, ja. So, machen wir. So, jetzt bleibst du da auf dem Manöver. Nipp, da bleibt da nicht oben. Der hat irgendwo ein Problem mit. Keine Ahnung womit. Irgendwas hat er an meiner Bauweise auszusetzen. So, wenn ich noch ins Wetter gehe, müsste das ja auch gehen. Na komm. Gut, wir haben so circa 2 Minuten vorher gebrannt. Oder jetzt laut diesem Manöver hier vorher. Jetzt kommen die restlichen. Nicht ganz so wie ich es wollte, aber pff. Ja. Ich hoffe, dass ich es noch im Video hinkriege. Apropos Video, mein Timer müsste ich auch mal weiterlaufen lassen. Ach. So, jetzt steht das Ding oder was? So, Timer läuft weiter. Bleib cool, ganz cool. Was macht der hier? So. Was hat er jetzt für Probleme? Ach, Treibstoffle. Moment. Ich bin gleich wieder da, ich muss kurz Pause machen. Bis gleich. So, da geht's auch schon weiter wie gerade eben. Ja, ich war dabei, das Ding hier aufzufüllen. Und dann weiter zu brennen. So. Der Tank leer. Dann füllen wir den auch noch damit rein. Klicke ich halt da auf in, wenn er da nicht ausgeben will. Mir auch egal. So, dann hauen wir wieder Zeitbeschleunigung rein. Ich habe heute echt viel Besuch. Mein Telefon kann ja schnell abwimmeln, aber nicht, wenn hier der Erinner vor der Tür steht. Das heißt, hier Radau klingelt, das ist ja... Ich glaube, das hat meine Aufnahme nicht gehört. Ich habe es ja selber kaum gehört. Da nicht mehr. Hey, du sollst darin füllen, ja? Hey, ist mal auf hier die Sicht so dämlich zu drehen. So, dann gucken wir mal nach, ob wir unseren Orbit auch so...
Irgendwie ja nicht. Nee, die paar Sekunden ist das zu viel, so in 5 Minuten ist ganz gut. Hab ich zu viel gebrannt oder was? Ach, da ist er doch. Ja, tatsächlich. Nee, noch zu wenig. Ach hier, jetzt zeigt mir auch den Orbit danach an. Zack. So. Ach, die Periapsis kann ich dann, den Abstand... Ach, jetzt habe ich es komplett weggemacht. Den kann ich ja danach noch ändern. 3 Jahre. Ist ja eh unbemannt, das Ding. So, dann geben wir mal noch ein bisschen Gas. Nein, falsche Richtung, noch ein bisschen. Doch, ich habe zu weit gebrannt. Tatsächlich. Tatsächlich, aber das ist schnell ausgeglichen. Sieht man ja, 16 Sekunden. Fliegen wir mal. Gut, ich könnte jetzt eigentlich auch schon bremsen. Ich mach's einfach. Manöver weg und einfach nur auf Bremskurs gehen. Sollte passen. Also Treibstoff haben wir genug. Ja, wir werden aber jetzt nicht ganz so viel verbrauchen. Also natürlich Hinflug nicht, weil wenn man sich mal anguckt, von hier bis hierher und die Strecke zwischen hier und ja diese beiden Orbits, die sind schon nicht so weit auseinander. Deswegen ja, war ein Sprung ein großer, deswegen haben wir auch immer auch so viel Fuel verbraucht. Aber jetzt, wenn wir nach innen springen, gut, hier wird wieder ein bisschen mehr Treibstoff verbraucht. Also ist jetzt nicht alles, was wir hier verbrauchen. Wir werden schon noch was verbrauchen, ja, weil wir ja noch einen Orbit rumfliegen müssen, aber... Wie weit? Na? Nee, noch sind sie nicht übereinander. Da sind sie doch. Ja, da zeigt mir noch kein Orbit danach an. Solange er da noch sinkt, kann ich noch brennen, weil das ist gut. Weil lieber ein bisschen eher diesen Abstand runterkriegen, als zu spät reagieren. So, jetzt geht es immer langsamer, jetzt wird es wieder steigen, genau. Also mehr können wir von dieser Position aus nicht machen. Wir wissen aber ganz genau, oder was heißt, wir wissen ganz genau. Ich würde ja jetzt lachen, wenn wir unseren Orbit verlassen und dann keinen Orbit mehr um Dings haben. Ach. So, Fokus auf da. ILO ist schon zu weit weg. Ja, dann sieht man noch vielleicht. Ja, wir hauen dann auf jeden Fall jetzt von ihm ab. So, und dann gucken wir mal, ob wir wirklich da einen Orbit. Ja. Wir haben da wirklich einen Orbit, wo wir mit Joule ja, in Verbindung treten, hört sich jetzt falsch an, in seine Atmosphäre kommen. Und ja, damit würde ich sagen, haben wir ups, meine F-Taste noch gar nicht. So. Damit würde ich sagen, haben wir doch viel in dieser Folge schon geschafft. Ich kann ja jetzt nicht zu viel machen, denn... ja, ich will ja auch noch ein paar andere Parts. Außerdem will ich noch das bisschen hinstrecken, bis ich da meine Antworten habe. Ich habe 12 Views bis jetzigen Zeitpunkt auf mein Video, was ich gestern auch geladen habe. Gestern Abend... abends war es ja schon Nachmittag, sagen wir es so. Aber keine Kommentare auf das und deswegen lasse ich mir lieber ein bisschen Zeit und probiere es ein bisschen rauszustrecken. Dieser Part sollte eigentlich jetzt relativ zeitnah kommen, wir haben es gerade 11:27.
am 5.10. Ich habe natürlich nicht gestern Abend aufgenommen, konnte ich nicht. Da hatte ich dann wieder Besuch. Was heißt gestern Abend? Ah doch, gestern Abend. Ja, das war dann schon abends. Und naja, wir sehen uns dann halt im nächsten Part wieder. Bis dann. Ciao, ciao. Und wie gesagt, das mit der Umfrage hier, das steht wirklich bis ich das mache, also bis wir da den Orbit haben und wir gelandet sind. Und ab dieser Folge spätestens muss das dann dastehen oder möglichst schon vorher. Also mindestens unter dieser Folge, wo wir gelandet sind auf jetzt den jeweiligen Himmelskörper. Da müsstet ihr dann schreiben, ob ich es darf oder nicht. Also jetzt natürlich da bei Joule irgendwo in der Nähe, da sollte ja irgendwo was sein, wo wir landen können. Ich werde natürlich nicht auf Joule landen, weil es ein Gasplanet, das würde gar nicht gehen. Und ja. Wir werden mal gucken. Vielleicht werden wir auf alle landen. Alle, die da rumfliegen. Wenn da welche rumfliegen, ich denke mal, ja. Muss ich gucken. Wir werden uns dann auf jeden Fall jetzt erstmal einen Hauptorbit um Joule machen und dann werden wir uns einen Orbit um den mit dem jeweiligen wenigsten Gravitation nehmen. Weil wir dann am meisten wegkriegen. Und dann könnt ihr mir halt schreiben, ja, ob ich das Cheaten in Anführungszeichen darf. Dazu guckt euch einfach mal den letzten Part an. Da erkläre ich es am Ende nochmal, aber in der Mitte erkläre ich es ein bisschen genauer. Also wie gesagt, bitte angucken und in den Kommentare schreiben. So, dann wünsche ich euch jetzt noch, habe ich ja gerade vergessen, viel Spaß beim was immer ihr gerade macht. Wünsche euch noch einen schönen Tag, Nachmittag, Vormittag, was auch gerade bei euch immer ist. Und sage ciao, ciao, bis zum nächsten Mal, euer MC Arsch. Bye.